König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengetan, um mit euch über drei weitere Geschichten aus Albträumen zu sprechen. Und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Florian eingeladen. Hallo Flo. Guten Abend. Ich glaube, das ist das erste Mal in drei Jahren, dass ich dich Florian nenne. Außerdem habe ich natürlich den ebenfalls wundervollen Jonas dabei. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und eine ganz wundervolle Gästin, die jetzt schon das zweite Mal dabei ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nämlich die wunderbare Rixby Sief. Hallo Dela. Es ist sehr schön, dass du dabei bist. Du warst ja schon mal in einer Folge mit uns dabei. Ich weiß gerade gar nicht, was es war, aber es waren auch Kurzgeschichten, ne? Nee, das war Tommyknockers. Ah, Tommyknockers, genau. Hat sich denn bei dir irgendwas entwickelt, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Hast du irgendwelche neuen Projekte oder sowas? Nö, nur das normale Chaos, aber besonders nö. Okay. Ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist und ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich mitten in die Sache rein. Und wir fangen an mit der Kurzgeschichte Das fünfte Viertel. Lieber Flo, du hast doch bestimmt eine Einordnung. Ja, diesmal möchte ich auf den guten Herrn John Swithin oder John Swithin eingehen. Ich meine, wir haben ja oft genug schon über den Herrn Richard Bachmann gesprochen, aber das ist nicht Kings einziges Pseudonym gewesen. Denn King hat 1972 unter diesem Pseudonym die Geschichte Das fünfte Viertel geschrieben, die wir heute als erstes besprechen. Das ist aber auch nicht das einzige, denn 1974, also zwei Jahre später, ist dieser John Swithin auch in Kings Roman Erstling Carrie aufgetaucht. Dort wurde geworben auf einem Programmzettel für Folkmusik mit John Swithin. Ob dieser Autor, also er hat diesen Namen dann ganz schnell zu Grabe getragen, das ist das Einzige, was er geschrieben hat. Ob der uns besser gefällt als King, das müssen wir jetzt heute entscheiden. Die Geschichte ist auf jeden Fall ursprünglich 1972 in dem Herrenmagazin Cavalier erschienen. Und King hat sich später dann unter seinem Namen hier in Albträume veröffentlicht. Originaltitel ist The Fifth Quarter. Und Jonas erzählt uns jetzt, worum es hier geht. Jerry Tarkanian ist auf Rache aus an den Leuten, die mit seinem Ex-Zellengenossen Barney erst einen Raub ausgeführt und ihn anschließend ermordet haben. Jeder von ihnen hat ein Stück der Karte, die zum Versteck des Raubguts leitet. Und das gelingt ihm auch, nur dass er drei Viertel der Karte nur bekommt, aber er ist guten Mutes. Und das war's. Ja, vielen Dank. Also ich muss sagen, ich habe an der Geschichte jetzt natürlich nicht so viel Freude gehabt, wie zum Beispiel an den Noir-Geschichten, die wir schon besprochen haben. Aber es war trotzdem meiner Meinung nach eine nette Krimi-Geschichte. Und Krimis haben wir ja von King bis jetzt recht wenig. Wie steht ihr denn dazu? Mir hat es so Spaß gemacht. Also ich fand es echt schön. Weil es war nicht so eine Noir-Geschichte, aber es hat mich ein bisschen daran erinnert anfangs. Wo er da quasi die Observierung macht und so dachte, okay, ist es ein Polizist, ist es ein Detektiv, ein Auftragskiller. Und dann diese Entwicklung der Geschichte. Also ich finde, für eine Kurzgeschichte hat sie eine schöne Entwicklung. Das hätte ich nicht erwartet, dass man das so schreiben kann. Mhm. Aber mir hat es gefallen. Okay. Und Flo, wie siehst du das? Ja, es war nicht so ganz mein Fall. Es ist eine nette Geschichte, aber sie hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen. Wie ist es denn bei dir, liebe Gästin? Hast du, ja, ich weiß nicht, fällt dir sonst eine Krimi-Geschichte von King ein? Oder wie stehst du denn zu dieser Novelle? Ach, naja, ich habe das... Ich hatte die als zweites gelesen gehabt und dann dachte ich mir, okay, hoffentlich wird es noch besser, weil war jetzt nicht ganz mein Fall. Ich hatte mir dann so gedacht, schön, ja, und wo bleibt jetzt die Geschichte? So am Ende dachte ich mir, okay, das als Einleitung ist es ja ganz nett, aber so als völlige Geschichte dachte ich mir, naja, könnte man so, ja. Ich habe es als Einleitung verstanden, aber auch nicht. Mhm.
Also hättest du dir was Längeres vorstellen können? Ja, schon. Also es war vielversprechend. So von wegen, jetzt hat er da diese drei Viertel der Karte und so. Und ja, man hätte darauf aufbauen können, dass da noch irgendwas kommt, dann so halt die Geschichte. Mhm. So war es halt, naja. Ich hatte mir irgendwie mehr erwartet, weil der Titel war ja an sich ganz nett. Also das fünfte Viertel so. Was ist das fünfte? Ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, man erwartet eigentlich so eine Abenteuergeschichte. So eine, sag ich da mal, eine Schatzsuche. Ja. Dass er diese Teile zusammensucht und dann irgendwie ein Geheimnis löst, aber so weit kommen wir ja gar nicht. Das ist vorher irgendwie vorbei. Dazu noch eine, ich würde mal sagen, relativ unsympathische Hauptfigur. Und da würde ich dir komplett widersprechen. Ich fand den cool. Und ich würde eigentlich von der Hauptfigur gerne mehr lesen. Das geht mir genauso. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Böse, aber der hat mich jetzt auch David da nicht überzeugt. Naja, wie setzt ihr den denn so ins Verhältnis zu George Stoik? Langweiliger. Also Stoik hattest du auch gelesen? Ja, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, der macht ja kaum Charakter, also jetzt der jetzige, der macht ja kaum Charakterentwicklung durch. Also ich kann den nicht fassen. Mhm. Da ist der rechts war sein Kumpan und ja, aber wie ist der? Was kann man da irgendwie greifen? Das sagt, da hatte das. Der hatte wenigstens Charakter, da konnte man sagen, ja, okay, der hatte seine Geschichte und so und ja, der hat so ein bisschen an sich ja, der hatte mit sich zu tun, man konnte den ja, er rächt seinen Kumpan, das ist aber auch dann schon alles, also ich weiß nicht, anzufangen. Was mir hier eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, und das war aber auch das, was mir bei George Stoik gefallen hat, dieser Humor, der da immer so ein bisschen mitschwingt. Und diese arrogante Klugscheißerei, die dabei so ein bisschen mit durchkommt. Das mochte ich eigentlich sehr gerne. Für mich hatte der sehr viel Humor. Natürlich hat er keine Charakterentwicklung durchgemacht, aber das geht halt auch auf den paar Seiten nicht. Aber das wäre zum Beispiel die Geschichte, die könnte ich mir als Roman, als Bachmann, sehr schön vorstellen. Ja, mit mehr Entwicklung und mehr Handlung stelle ich mir es auch besser vor. Aber wenn du sagst, Stark, ich hole es mal ein bisschen weiter aus, weil King hatte vermutlich bei dieser Geschichte die Parker-Romane von Donald E. Westlake im Sinn. Ich kannte die vorher auch nicht, ich bin da bei meiner Nachforschung drauf gestoßen. Ja. Das Lustige ist, Westlake hat diese Romane unter dem Pseudonym Richard Stark geschrieben und hat wohl 24 Bücher geschrieben zwischen 1933, ist er geboren, 2008 gestorben, also in einer Zeit, das King kennt die. Und diese Bücher handeln von einem Karriereverbrecher namens Parker, der eben genau solche Abenteuer erlebt. Und also es gibt einige Leute, die schreiben, er hat auch im Stil und in der Art, wie er die Sprache hier benutzt, auch in den Plot-Details, sich sehr stark an einer dieser Romane abgearbeitet. Mhm. Hätte ich es früher gesehen, hätte ich mal versucht, eine rauszukriegen und welcher das ist und den mal gucken, ob ich den lesen kann. Aber ganz ehrlich, dazu war es mir dann auch ein bisschen zu egal. Mhm. Ich denke also wirklich, dass er hier ist. Ist ja auch eine sehr frühe Geschichte von 1972, dass er hier einfach versucht hat, einen seiner Vorbilder nachzuahmen. Ja, denke ich auch. Und wie wir es schon öfter hatten, also diesmal fand ich es, vielleicht auch weil ich das Vorbild nicht kenne, nicht so überzeugend. Mhm. Naja, also. Jonas? Ich wollte sagen, ich finde es eigentlich ziemlich schön, dass man kaum was bei Jerry weiß. Man weiß, er war im Knast. Mhm. Man weiß, er hat vor, wieder einen Banküberfall zu begehen.
Das ist alles. Und den Rest, der Rest bleibt der Fantasie überlassen. Und für mich hat das funktioniert. Also ich hatte direkt ein Bild von diesem Menschen im Kopf. Das ist gut. Ich auch. Also eine Vorgeschichte hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte das halt gerne so ein bisschen weitergesponnen und ein bisschen ausgedehnt. Aber die Vorgeschichte hätte ich auch nicht gebraucht. Bei mir hat auch der Charakter ziemlich von Anfang an funktioniert. Aber eigentlich auch die Gegenspieler haben für mich sehr gut funktioniert. Natürlich alles im Rahmen einer Kurzgeschichte relativ knapp. Aber ich fand die Charakterzeichnung hier wirklich nicht verkehrt. Jetzt habe ich aber mal noch eine andere Frage. Wie steht ihr denn dazu? Ich habe ja bei Albträumen immer mal so das Gefühl, King hat ja selbst auch gesagt, ihm fällt es mit den Kurzgeschichten immer schwerer, als ist hier einfach alles reingekippt worden, was irgendwo noch rumlag. Wie passt für euch diese Geschichte in die ganze Anthologie rein, in die ganze Sammlung? Da will ich eigentlich sogar in der späteren Folge noch drauf eingehen, wenn wir die komplett besprochen haben. Mhm. Aber ich sehe schon eine Verbindung, weil wir in dieser Sammlung ganz viele Geschichten haben, die sich eben auf andere Autoren beziehen. Und heute zum Beispiel werden wir noch eine Sherlock Holmes Geschichte besprechen. Wir hatten Lovecraft, wir hatten die Hardboiled Raymond Chandler Geschichte und so weiter. Ich denke zwar wirklich, dass er hier einfach, was er noch da hat, reingekippt hat, aber so ein bisschen Zusammenhalt sehe ich da schon. Ja, okay, unter dem Aspekt hast du durchaus recht, ja. Und ansonsten ist mir nur noch ein Logikloch aufgefallen. Das dachte ich, sei ein Logikloch, bis ich erfahren habe, dass das wohl nicht so ist. Mein Gedanke war, er kriegt doch irgendwann diesen Schuss ins Handgelenk. Trifft man dann nicht eigentlich einen Puls automatisch mit? Nicht unbedingt, nein. Also es kommt immer drauf an, wo genau man, also nee, nicht unbedingt. Wenn es ziemlich stark am Rand ist, dann eigentlich nicht. Weil das war der einzige Moment, wo ich mich in der Geschichte ein bisschen gewundert habe, ob er das nicht hätte besser lösen können. Wie steht ihr denn zu dem Spannungsbogen in der Geschichte? Denn spannend fand ich so. Es ist ja eigentlich nicht allzu viel passiert, aber es ging eigentlich Schlag auf Schlag auf Schlag. Und diese Eskalation, die fand ich ganz nett. Mir ging es ein Ticken zu schnell. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich bei mir auch daran, ich mag halt, wenn Geschichten auch gerne sehr lang sind. Da kann ich mir so ein Bild des Menschen schön zusammenzimmern. Und dann ging da was und dann wieder was und dann war wieder was und dann hatte den überfallen und angeschossen und dachte ich mir, okay. Hätte man langsamer machen können, aber das ist halt wirklich Geschmackssache bei mir. Also ich fand's nicht schlecht, weil ich weiß, dass King es manchmal auch schafft, Kurzgeschichten sehr lang anfühlen zu lassen. Oh ja. Deswegen fand ich das hier mal eine schöne Abwechslung. Ja, muss ich zugeben, also langweilig ist sie nicht, Längen hat sie jetzt nicht so wirklich. Ja, habt ihr sonst dazu jetzt inhaltlich irgendwas noch zu sagen? Sonst würde ich kurz auf die Verknüpfung hingehen. Bitte? Ja, mach mal das doch. Also, natürlich sagt King hier in den Anmerkungen selber wieder eine Bachmann-Geschichte, genauso wie Mein kleines Pony ja irgendwann mal sowas wie eine Bachmann-Geschichte beziehungsweise ein Segment daraus war. Und er sagt aber in seinen Anmerkungen wieder Bachmann oder vielleicht auch George Stark. Also haben wir die beiden Romane schon mal, beziehungsweise den Roman und die Kurzgeschichte. Außerdem wird Shawshank erwähnt. Das ist mir noch aufgefallen. Damit haben wir natürlich die ganze Verbindung zu ganz vielen Geschichten, die wir sonst noch kennen. Also Musterschüler, die Leiche, ne, und so weiter und so fort, ne? Und Pin-Up und so weiter. Genau. Gut. Gibt es denn hierfür eine Verwertung? Ja, die gibt es. Und zwar ist das wieder eine Episode der Fernsehserie Nightmares and Dreamscapes. Diese Episode ist aber wirklich nur sehr lose auf dieser Geschichte basierend. Also da hat man einiges geändert in der Fernsehfassung. Heißt die auch so wie die Geschichte oder heißt die anders?
Die heißt das fünfte Viertel. Okay. Gut. Habt ihr denn hierfür Zitate? Nein. Einer der letzten Sätze war Bunny had been a dope. Also beziehungsweise war halt Bunny is a dope. Das fand ich ganz lustig. Mhm. Ich hab, sie waren beide Amateure. Amateure sind blöd. Und das fand ich so schön, eben genau diesen Humor, den er da so an den Tag legt. Und diese Arroganz. Das fand ich cool. Und Flo, du hast sicherlich auch keins, ne? Nein, ich habe natürlich keins. Okay. Ich wollte aber noch sagen, wenn du das englische Hörbuch gehört hast, dann war der Sprecher vermutlich der Schauspieler Gary Sinise in dieser Geschichte. Hm. Bekannt aus Serien wie CSI New York oder auch hat er nicht an The Stand mitgespielt? Oh, das ja, das kann sein. Ich glaube ja. Ich glaube, du hast recht. Ja, wie würdet ihr die Geschichte denn bewerten wollen? Wie gesagt, wir bewerten von 0 bis 19, ne? Und da würde ich sagen, das erste Wort hat die Gästin. 2. Ich würde 2 sagen, ja. Okay. Ich fand die so dolle. Mhm. Jonas? Also ich bin da ganz auf der anderen Seite. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich gebe 15. Okay. Ich persönlich würde mich ein bisschen in der Mitte einordnen. Wie gesagt, die Hardboiled-Geschichten haben mir tatsächlich besser gefallen. Aber ich würde hier 8 von 19 Punkten geben. Und Flo, du hast das letzte Wort. Ja, überzeugt hat es mich auch nicht, aber ich gebe dann doch 4 Punkte für den Stil. Mhm. Okay. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, würde ich sagen, gehen wir in die zweite Geschichte. Ja, die zweite Geschichte ist das Haus in der Maple Street. The House on Maple Street. Eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1993. Lustig an dieser Geschichte ist, dass King sie mehrfach mit großem Erfolg vor 4. und 5. Klässlern vorgelesen hat, weil sie ja kindertauglich ist, sagen wir mal so. Ja, es ist eine, kann man sagen, Geisterhausgeschichte? Nein. Ich weiß es nicht. Ich würde es eher so Richtung Tommyknockers stecken. Ja, es ist jedenfalls etwas Spezielles. Aber bevor wir drüber reden, muss Jonas uns erstmal erzählen, worum es hier geht. Nach einem Englandurlaub finden die 4 Geschwister Redbury in ihrem Haus einen Spalt in einer Wand, hinter dem sich Metall befindet, das dort nicht sein sollte. Nach und nach stellen sie fest, dass sich das Metall ausbreitet. Als klar wird, dass sich das Haus in eine Art Rakete oder Raumschiff verwandelt, beschließen sie, die Gelegenheit zu nutzen, um ihren Stiefvater damit loszuwerden. Jo, danke für die Zusammenfassung. Ja, wie gesagt, dann sind wir ja jetzt genau in der Diskussion. Eine Geisterhausgeschichte in dem Sinne ist es nicht. Es ist natürlich irgendwas Übernatürliches oder zumindest arg Merkwürdiges. Aber ich glaube, das steht für mich gar nicht so sehr im Vordergrund. Für mich ist wirklich so diese Familiendynamik sehr, sehr wichtig in der Geschichte. Wie steht ihr denn dazu? Was ist für euch hier das wichtige Element? Also ich würde sagen, dass es diese Handlungsfähigkeit der Kinder, dass die irgendwas nehmen, was ihnen Angst macht, was ihnen Sorge bereitet, wo sie einfach aus der Situation heraus auch nicht wissen, was es ist, und sich einfach diese Situation nehmen und es auch für sich drehen und dann sich nutzen. Das finde ich da in der Geschichte eigentlich so das vorstechende Merkmal. Also mit der Mutter und so, ja, die läuft ja eh so ein bisschen eher nebenher und so. Und der Vater ist so ein bisschen, also der Stiefvater ist ein bisschen, ja, sehr klischee-mäßig gehalten. Aber dass die Kinder dann einfach erst rausfinden, was es ist und dann diese auf die Idee kommen, das gegen diesen Stiefvater zu benutzen, finde ich gut gemacht. Also finde ich eine schöne Sache. Mhm. So. Ja, ich
Sie nehmen quasi etwas, was ihnen im Prinzip Angst machen sollte, um es gegen das zu nutzen, was ihnen noch mehr Angst macht. Mhm. Das ist der Stiefvater. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut rausgearbeitet. Mhm. Ja, wenn man sich erstmal eingesteht, was für eine Geschichte das ist, nämlich, dass es keine klassische Stephen King Horror-Erzählung ist, sondern ja eigentlich eher ein Kinderbuch, dann, wenn man sich darauf einlassen kann, dann macht die Geschichte tatsächlich Spaß. Sie hat ein paar schöne Ideen und ja, auch eine verrückte Auflösung. Mochte ich eigentlich. Also mir hat das Ganze wirklich sehr gut gefallen. Ich habe Spaß gehabt. Vor allem fand ich das klasse, dass hier wirklich auf diese kurzen auf diesen paar Seiten tatsächlich so viel auch Charakterbild passiert ist. Und wie die, alleine wie die Geschwister untereinander umgehen. So dieses, ja, ich sag das jetzt dir, aber sag's kein weiter und die kleine Schwester erzählt der großen Schwester und Zeug und so weiter. Ich hab halt Geschwister, ich hab eine Schwester. Jonas, du hast auch Geschwister. Bei euch anderen beiden weiß ich jetzt nicht, ob ihr Einzelkinder seid. Nö, ich hab eine Schwester. Ja. Und da ist halt, also das ist halt tatsächlich irgendwie so aus dem Leben gegriffen. Und ich denke gerade, dass ich dann wirklich auch so, ja, dass man sich halt gegen den gemeinsamen Feind verbündet, das ist auch ein Ding. Das ist, ja, es ist halt einfach aus dem Leben. Gut, wie gesagt, die Auflösung mit dem Raumschiff dann natürlich nicht. Andere Kinder müssen dafür andere Lösungen finden. Aber ich fand das auch sehr schön, eben wie gesagt, wie der große Bruder, wie sie alle zu ihm aufsehen und so weiter, wer auch tatsächlich so ein bisschen die Vaterrolle für die übernimmt, wo der Stiefvater ja das letzte Arschloch ist. Und auch, dass eben diese Antipathie für diesen Stiefvater einem so ins Gesicht schlägt, das hat bei mir richtig gut funktioniert, obwohl es natürlich Klischee ist. Aber zum Beispiel auch, wie die, wo der Moment ist, wo die Schwester anfängt zu heulen und die beiden ältesten Geschwister sich dann in ihrem Zimmer treffen und so weiter und so fort. Das fand ich sehr berührend irgendwo auf einer gewissen Ebene. Ja, muss ich dir zustimmen. Was mir aber aufgefallen ist, also es ist nicht nur ein Problem dieser Geschichte, es hat so diese Kindergeschichten ganz oft dieses Problem, dass halt die Kinder die einzigen sind, denen diese Veränderungen überhaupt auffallen. Das ist immer so ein bisschen ja, unglaubwürdig. Aber das glaube ich nicht. Wirklich der, grundsätzlich gebe ich dir recht. Aber zwei Dinge. Erstens, ich mag das ja, dass das keine Coming-of-Age-Blödsinnsgeschichte ist. Das ist schon mal toll. Das Zweite, was ich daran noch irgendwo nachvollziehbar finde, dass die in dem Fall wirklich die Einzigen sind, die es mitkriegen. Der Stiefvater ist den ganzen Tag geistig damit beschäftigt, seine Unterlagen zu sortieren, seinen Universitätsquatsch zu machen oder Leute anzukeksen. Na, das ist ja eigentlich der einzige Job, den der hat. Aber der hat ja auch seinen Kopf so tief im eigenen Arsch, dass er von der Umwelt sowieso nichts mitkriegt. So, und die Mann steht so unter Druck, dass die sowieso mit ihrem Migräne, und jeder, der Migräne hat, versteht das, dass du da von deiner Umwelt sowieso nichts mehr mitkriegst, dass die für sowas weder Interesse noch Nerven hat, das kann ich auch gut verstehen. Und dann bleiben ja nur noch die Kinder, die diesen Entdeckungsdrang überhaupt ausleben können. Was ich da ein bisschen seltsam fand, die Kinder haben ja einen Ticken zu erwachsen reagiert. Also so schon die Dynamik unter den Kindern, die war schon sehr glaubhaft, aber sie waren ja einen Ticken zu erwachsen. Also ja, aber ich gebe dir recht, aber ich glaube auch da, wenn du aus so einem gebrochenen Familienhaushalt kommst und so weiter, dann wirst du halt auch schnell erwachsen und dann lernst du halt auch schnell einerseits deinen eigenen Arsch abzudecken, wenn es um solche Sachen geht. Andererseits lernst du halt auch für andere einzustehen, die da doch betroffen sind, mehr als du. Zum Beispiel deine jüngeren Geschwister. Und du lernst wahrscheinlich auch sehr schnell, erwachsene Entscheidungen zu treffen, auch endgültige Entscheidungen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich bin als Kind mit einigen Kindern so, also im Familienverbund gewesen und wir hatten das jetzt eher nicht so. Also
Mir hat so ein bisschen das Gezänke unter den Geschwistern gefehlt, was so ein bisschen natürlicher ist. Da, so die waren zu harmonisch. Vielleicht ja, da hast du recht. Ja. Das, weil ich kenne das anders, dass so diese Konkurrenz unter den Kindern, die war, die kenne ich halt mehr. Und die hat mir so ein bisschen in dieser Geschichte gefehlt. Aber mein Gott, es ist halt ein Erwachsener, der über Kinder erzählt. Mhm. Und Stephen King jetzt, hat der viele Geschwister gehabt? Nee, ja, also einen Bruder hat er, aber er hat ja selber Kinder. Ja gut, Kinder haben und Kind sein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist richtig. Ja, also Erwachsene, die vergessen sehr viel, wie es als Kind war. Und das dann immer richtig zu beschreiben, fällt manchen dann halt einfach auch schwer, weil er hat ja Drogen genommen gehabt und so. Und da hat er, glaube ich, andere Sorgen gehabt, als sich in Kinder hinein zu versetzen. Ja, okay, gebe ich dir recht, ja. Ja, ich glaube auch, und das ist auch der Elefant im Raum, dass er hier versucht hat, wieder einen anderen Autor zu kopieren mit der Art der Geschichte. Und es ist eigentlich ganz offensichtlich, wenn man sich anguckt, wie die Familie heißt. Die Familie heißt Bradbury. Und natürlich versucht er hier die Science-Fiction-Geschichten, die Gruselgeschichten von Ray Bradbury zu imitieren, bei denen auch gerade ganz oft Kinder die Hauptrolle spielen. Ich bin ein großer Fan von Bradbury. Vielleicht mag ich deshalb auch diese Geschichte. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist für mich, für Bradbury tatsächlich noch ein kleines bisschen zu nah an der Realität. Naja, das davon fliegende Haus. Naja. Okay, Jonas, du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte mal auf, dass die Kinder so erwachsen teilweise wirken. Ich glaube, dass man braucht dieses Element, dass sie ein bisschen erwachsener sind, als sie sein dürften, um einfach eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ansonsten wär das ganze Leben, die ganze Welt voll aufregender Geschichten, die Kinder erleben, die man abdrucken könnte. Aber in Wirklichkeit ist es ja nun mal nicht so. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Eine Frage an dich, Flo, wie siehst du das? Für mich hat sich Trent so ein bisschen, gerade in diesem Showdown mit dem Vater, so ein bisschen gelesen wie ein junger Roland. Ich glaube, da interpretierst du wieder viel rein. Nee, also ich glaube nicht, dass das eine Verknüpfung Nein. ist. Ja, Roland ist halt eine Heldenfigur und man kann vielleicht hier in diesem Finale so ein paar Verknüpfungen im Verhalten einlesen, aber also mir ist es jetzt nicht großartig aufgefallen. Okay. Gut, wir hatten gerade schon die Verknüpfungen ein bisschen ins echte Leben mit Ray Bradbury. Kommen wir gleich zu den Anmerkungen, die King hier zu dieser Geschichte gemacht hat. Es gibt nämlich hierbei ein Bild und eine Geschichte dazu, wie das Ganze eigentlich passiert ist. Und ich lese mal kurz vor, was King in den Anmerkungen sagt. Er schickte mir die erste Ausgabe von Chris Van Ellsbergs The Mysteries of Harrisburg. Meine Frau Tabitha hat The Mysteries of Harrisburg auch gefallen und sie schlug vor, dass jedes Mitglied unserer Familie anhand von einem der Bilder eine Kurzgeschichte schreiben sollte. Sie hat eine geschrieben, ebenso unser jüngster Sohn Owen, damals 12. Tabby nahm das erste Bild in dem Buch, Owen entschied sich für eins in der Mitte. Ich wählte das letzte. Und da dieses Bild, was zu dieser Inspiration geführt hat, werde ich euch natürlich mit dem Blogbeitrag verlinken. Genau, und es ist dann aber auch im Jahr 2011 The Chronicles of Harrisburg erschienen, die sich auch wieder auf dieses Mysteries of Harry... mein Gott, das Name. Mysteries of Harrisburg bezieht. Und das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die nach diesen Bildern entstanden sind. Da ist auch das Haus in der Maple Street nochmal abgedruckt. Ah, cool. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz hübsche Idee, das mal so zu machen. Also eben diese Inspiration daraus zu beziehen, das hat man auch selten. Finde ich cool. Mhm.
Er hat das Bild gut beschrieben. Also ich konnte mir das richtig bildhaft vorstellen, wie da in diesen Rissen da dieses Metall durchscheint. Durchscheint, genau. Und da auch das mit dem Weinkeller und so, das konnte ich mir schön vorstellen. Also das hat er schon schön beschrieben. Also sehr, sehr, sehr rund ist das abgegangen. Mhm. Dafür, dass es eine Kindergeschichte ist, hat er schön, schön rund gemacht, das muss man sagen. Ja. Mhm. Gut, reden wir kurz über die Symbolik, aber auch hier, ich glaube, genauso wie bei Bradbury kann man auch über Symbolik nicht viel sagen, weil das eigentlich ziemlich in die Fresse ist immer. Aber hier haben wir natürlich, wie gesagt, das obligatorische jemanden zum Mund schießen. Aber was ich auch noch ganz hübsch fand, war eben tatsächlich diese Kritik an dem ganzen Universitätszirkus, dass da halt der eine den anderen unbedingt beeindrucken muss für die nächste Beförderung und bla, und wenn da halt die Frau nicht ordentlich angezogen ist oder was weiß ich was, dass es dann gleich einen Skandal gibt. Quasi die Gegenseite haben wir ja gesehen bei die Kiste, wo die Frau so fürchterlich ist und deswegen alle Beförderungen des Mannes verhindert. Das fand ich hier nochmal eine ganz hübsche Parallele dazu. Ist euch sonst noch irgendwas aufgefallen? Mir nicht. Okay. Ich habe das Metall, also das flüssige Metall, das habe ich so als weil ein Haus ist ja eher was Normales und weil Metall ist ja ein Edelmetall im Endeffekt, also ja, was man schürfen will, mhm, und das Entdecken, das fand ich da noch sehr, sehr, sehr sprechend. Also, mhm, so dieses Geheimnis und dann in diesen Tiefen von diesem Gips oder was es ist, dann, dass die Kinder das dann da, diesen Schatz im Endeffekt entdecken. Mhm. Und im Endeffekt stellt sich ja dann dieses Metall als Raumschiff heraus. Mhm. Haben sie ja dadurch den Schatz gefunden. Wobei, es war 1993, ich glaube, Terminator 2 ist 1991 rausgekommen, also ich kann mir denken, woher das flüssige Metall hatte. Okay. Habt ihr hierfür irgendwelche Zitate? Ich sag's gleich, ich hab keins. Ich habe eins. Oh, sehr gut, erzähl. Hand aufs Herz, stimmte Brian zu und startet das Ding immer noch an. Und es verging tatsächlich eine halbe Stunde, bis er seiner großen Schwester Nori erzählte, die in ihrem Zimmer auspackte. Ja, das ist süß. Aber wie gesagt, solche Momente hatte es ganz viele in der Geschichte und die fand ich alle toll. Okay. Auf jeden Fall. Lieber Flo, gibt es hierfür irgendeine Verwertung? Nur das obligatorische Hörbuch, diesmal gelesen von Tabatha King. Mhm, okay. Dann bleibt mir eigentlich nur noch euch um eure Bewertung zu bitten. Und ich würde sagen, Jonas, fang du mal an. Ja, es hat Spaß gemacht für ein Kinderbuch. Das war nett, war schön zu lesen. Spannend, ja, es ging, es war kein riesiger Spannungsbogen, aber es war schön und in sich schlüssig. Ich gebe 13 Punkte. Mhm, okay. Ja, wie gesagt, gerade unter dem Aspekt Kinderbuch. Ich meine, das andere Kinderbuch, was wir von King haben, eben Die Augen des Drachen, da waren wir ja hinterher sehr ernüchtert. Und ich muss sagen, da hat er das hier in der Kurzgeschichte wesentlich schöner hingekriegt. Und meiner Meinung nach auch deutlich kindergerechter. Und trotzdem lässt sich aber die Geschichte auch für Erwachsene, finde ich, sehr schön lesen, weil man eben ein paar hübsche Momente hat. Und deswegen gebe ich 14 von 19 Punkten. Liebe Rixby Sief? Ich fand die Geschichte schön. Also erst mochte ich sie gar nicht. Als mir dann aber klar wurde, dass es doch eine Kindergeschichte ist und wenn man es dann als Kindergeschichte liest, dann dachte ich mir, ja, dann macht es Sinn. Dann ist es schön, schön fantasievoll, mit schönen Handlungsbögen und die Charaktere sind schön gemacht. Ich würde 16 Punkte geben. Okay. Und Flo? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich mag Bradbury und das hier ist tatsächlich auch einer der Fälle, wo ich sage, King hat gut kopiert. Kommt ja selten genug vor.
Ich hatte Spaß mit der Geschichte und ja, man muss sie im richtigen Mindset lesen. Also man muss akzeptieren, dass man hier eine Kindergeschichte liest, sonst funktioniert es nicht. Aber ich gebe auch 14 Punkte. Mhm. Okay. Dann bleibt uns jetzt nur noch zur nächsten Geschichte überzugehen, nämlich der Fall des Doktors. Flo, hast du hierfür irgendwas zur Einordnung? Ja, die Geschichte ist Arthur Conan Doyle gewidmet. Das wundert vielleicht nicht, denn sie ist erschienen 1987 in The New Adventures of Sherlock Holmes. Das ist eine Sammlung, wo verschiedene Autoren ja, neue Sherlock-Holmes-Geschichten geschrieben haben. Im Original heißt sie The Doctor's Case. Und ja, Jonas, löst mal den Fall. Ja, wir haben hier eine Sherlock-Holmes-Geschichte aus Perspektive von Dr. Watson. Und der reiche Reedereibesitzer Lord Hull wurde ermordet und das neu aufgesetzte Testament, das seine direkten Angehörigen enterbt, ist verschwunden. Hull selbst muss seine Familie zu Lebzeiten überaus schlecht behandelt haben. Watson findet dann auch den Beweis, dass die Familie den Mord geplant haben muss, beziehungsweise er findet den ersten Hinweis, den Rest dann irgendwie doch Holmes und Lestrade. Allerdings entscheiden sich die drei dann, die Beweise zu vernichten und die Familie ungeschoren davonkommen zu lassen. Mhm. Danke für die Zusammenfassung. Liebe Gästin, wie sieht's bei dir so aus mit Sherlock Holmes-Geschichten? Bist du da fit oder kennst du da relativ wenig? Wie stehst du da so generell dazu? Ich liebe Sherlock Holmes Stories, also ich mag die sehr, sehr gerne. Und ich habe ja überhaupt erst gar nicht begriffen, dass es eine Sherlock Holmes Story ist. Als ich das Hörbuch dann angemacht habe, dachte ich mir, ist ja super toll, ich habe mich richtig, richtig, richtig gefreut. Und mir hat die ganze Geschichte richtig Spaß gemacht. Das, weil die Geschichte wird von Tim Curry gelesen. Und man merkt, also er kriegt diesen britischen Akzent sehr schön hin und er hat richtig Spaß, es zu lesen. Man hört es richtig raus und das macht es dann nochmal doppelt schön. Also war eine schöne Geschichte. Okay. Ja, Flo, hast du eine Meinung zu Sherlock Holmes und Doyle? Ja, ich mag Sherlock Holmes. Ich habe alle Originalgeschichten gelesen und viele auch der Nachfolger. Oder auch gehört oder in allen möglichen Variationen mir zugeführt. Und ich hatte auch mit der Geschichte ja richtig Spaß. Also es ist tatsächlich eine schöne Sherlock Holmes Geschichte, wobei wir im Deutschen leider einen Nachteil haben. Es gibt nämlich hier einige Übersetzungsfehler, die das Ganze ein wenig unlogisch wirken lassen. Also im Englischen ist das erheblich logischer, wie es ausgeht. Aber ich mag es trotzdem. Mhm. Jonas? Ich kenne Sherlock Holmes eigentlich fast nur aus Verfilmungen, alten und neuen. Mhm. Aber die Geschichte hier hat mir gefallen. Die hat, finde ich, ganz gut da reingepasst. So, und jetzt sage ich mal was ganz Schlimmes. Ich mag weder Arthur Conan Doyle noch Sherlock Holmes eigentlich. Weil mir geht dieses ganze, die Klugscheißerei sowieso aufs Schwein. Und dann diese moralische Überhöhung, die er gerne auch mal an den Tag legt. Na, wobei moralische Überhöhung ist es ja gar nicht, intellektuelle Überhöhung. Das hat mich eigentlich an den Doyle-Holmes-Geschichten immer ein bisschen genervt. Aber das ist auch der Grund, warum ich diese Geschichte hier sehr gerne mag, weil ich das schön finde, wie viel Schwäche Holmes hier auch zeigt. Eben mit seiner Katzenallergie und das Wetter ist scheiße und mir geht das alles auf den Sack. In den Originalgeschichten ist ja zum Beispiel seine Opiumsucht immer, wird ja immer mehr als Hobby dargestellt, als Schwäche. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Bitte? Entschuldigung. Bitte nochmal. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wartet mal ganz kurz, bitte. Ja. Bin gleich wieder da. Und dann gucke ich mein Eichhörnchen zu. Sind sie wieder da? Zwei Stück sitzen auf dem Nest.
Ah, wie viele sollten es sein? Ist die Katze in der Nähe? Die Katze ist nicht in der Nähe und es sind 4 kleine und heute Morgen war auch die Mutter dabei. Da war der Baum sehr lebhaft. Hattet ihr gerade mit mir gesprochen? Nein. Okay, schönen Abend noch. Ich bitte um Verzeihung, ich bin wieder da. Hallo. Nein, also wie gesagt, was ich immer sehr gerne mochte, ist, dass hier tatsächlich eben diese schwache Seite so ein bisschen durchkommt. Und dafür auch eben Watson mal einen guten Moment hat. Wobei auch Watson auch bei Conan Doyle des Öfteren gute Momente hat. Ich mag die Menschenfeindlichkeit von Holmes. Ja. Die kommt hier schön raus, die kommt aber auch bei Conan Doyle schön raus. Wobei du natürlich recht hast, da ist er ein unerträglicher Klugscheißer, aber trotzdem passt das gut zu ihm. Ich mochte das immer ganz, ganz gerne bei ihm, weil der so dieses sich hervortun, das fand ich immer sehr, also sehr angenehm, weil so dieses Rätselraten in manchen Krimis finde ich dann schon so ein bisschen bemüht und der ist halt so von wegen, ja, hier, da, guck hin, mach. Sowas mag ich ganz gut. Ja, was mir an Holmes eigentlich gefällt, ist, er ist sehr überheblich, aber er hat recht. Ja. Ja. Wie geht's euch denn mit dem Fall selber? Ich habe, wie du schon gesagt hast, liebe Rixbisief, der Sprachstil hat mir viel Spaß gemacht. Und da war ich auch tatsächlich ein bisschen beeindruckt, dass den King so gut getroffen hat. Auch in der Schrift, ich habe es ja nur gelesen, nicht gehört. Das hat er meiner Meinung nach sehr schön hingekriegt. Aber ich bin ganz ehrlich, der Fall selber, fand ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Den fand ich okay, aber weiß nicht. Ja, spektakulär. Ich finde eigentlich alle Holmes-Geschichten nicht sonderlich spektakulär. Die sind... Ja, sie sind halt da. Also ich kann das nicht. Ich erwarte bei Holmes kein spektakuläres Auftreten oder die Wendung schlechthin, weil das würde zu sehr nicht in die Zeit passen. Ja, das ist klar. Ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen verwöhnt von den heutigen Krimis. Weil da muss ja dann immer gleich so eine 180-Grad-Wendung dran sein. Das macht ja den Holmes so aus, dass der so die Menschen zeigt, hier guckst du falsch hin. Das musst du so machen. Und das ist ja wirklich in diesem Fall ja wirklich vorgeführt worden. Du guckst dahin, aber du siehst es nicht. Und das ist ja, das hat er dann im wahrsten Sinne des Wortes richtig bildlich hinbekommen. Mhm. Also spektakuläre Fälle fand ich jetzt alle Geschichten nicht besonders. Nein, aber wenn du es jetzt also zum Beispiel eben mit sowas vergleichst wie das gefleckte Band und solche Sachen, das fand ich jetzt schon als Konzept ein bisschen spannender. Ja gut, aber so eine runterfallende Schlange ist also gerade in London so ein bisschen hoch, also sehr hoch am aufgesetzt. Da finde ich dann schon so ein gemaltes Bild wie jetzt bei dem Fall schon sehr viel realistischer für das damalige England. Na okay. Unter dem Aspekt gebe ich dir recht. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir gleich an der Stelle die Verknüpfungen. Und da hätte ich eben tatsächlich das gefleckte Band, denn das wird tatsächlich genauso genannt. Andere Verknüpfungen habe ich hier keine. Ich auch nicht. Gut. Einen schönen Moment wollte ich noch ganz kurz hervorheben und den haben wir ja auch immer wieder bei King, das Problem mit den Vater- und Mutterfiguren. Denn hier, das war einer meiner Lieblingsmomente in der Geschichte, war dieser stumme Austausch zwischen Holmes und Lestrade über Väter.
Und wie Watson daneben steht und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und zwischen den beiden, die eben beide so aus wahrscheinlich solchen Haushalten kommen und beide schon mal überlegt haben, ob sie den Alten totschlagen, das fand ich einen wunderschönen Moment zwischen der Chemie zwischen den beiden, die sich ja sonst eigentlich auch kein Haar in der Suppe gönnen. Ich fand es sowieso, dass er so die Chemie zwischen den Figuren gut getroffen hat. Mhm. Also zwischen den bekannten Figuren, den klassischen Conan Doyle-Figuren. Mhm. Gut. Gibt es denn hier für irgendeine Verwertung? Also es gibt, wie schon gesagt, das Hörbuch von Tim Curry gelesen. Und es gibt ein geplantes Dollar Baby, das ist aber noch nicht entstanden und wie wir bei Dollar Babys wissen, ob das jemals kommt, naja. Okay. Zur Symbolik kann ich an der Stelle tatsächlich mal nicht viel sagen. Ich weiß nicht, hat einer von euch eine Theorie? Ja, ich habe was. Okay. Ausgerechnet die vernarbte Katze mit dem fehlenden Ohr. Setzt Holmes diesen perfekten Detektiven, die setzt ihm zu. Also das Kaputte macht das perfekte, stört das Perfekte im Endeffekt. Das ist ganz gut. Und dass man, was habe ich da geschrieben? Das bin ich wohl. Ja, dieser böse Mensch, ne? Das Böse kann nicht so weit vorausschauend blicken. Mhm. Habe ich da jetzt, ist wahrscheinlich zu viel hineingedacht, aber ich fand das irgendwie bezeichnend, dass das Böse sehr kurzsichtig ist. Mhm. Genau. Ansonsten hätte ich nur noch diese Sache mit dem Schatten werfen, dass der Schatten, den der Vater wirft, dem anderen zum Verhängnis wird. Also sowohl solange der Alte noch gelebt hat, dass er im Schatten des Alten stand und so weiter und so fort, als auch jetzt, dass der Schatten das ist, was dann am Ende verräterisch wird. Und das ist auch eine der Fehlübersetzungen im Deutschen. Im Deutschen wird geschrieben, wenn die Sonne geschienen hätte, hätte die Leinwand die Schatten vorgetäuscht. Mhm. Wie eine Leinwand Schatten vortäuschen soll, ergibt keinen Sinn. Original ist es, if the sun had shone, the canvas would have blocked the shadows. Mhm. Das ergibt dann schon ein bisschen mehr Sinn. Und es gibt noch mehr so Übersetzungsfehler, die, wenn man sie kennt, ein bisschen den Spaß nehmen aus der deutschen Fassung. Mhm. Eins hätte ich noch. Mhm. Hinter dem Bild, der hat ja dieses Bild gemalt, und hinter dem perfekten Bild kauert das Verbrechen. Mhm. Das ist sehr bildhaft, also sehr, sehr sprichwörtlich, aber es passt ja doch. Also natürlich. Diese perfekt scheinende Welt ist es ja nicht immer, aber eben sehr bildhaft dargestellt, hinter dem perfekten Bild der Verbrechen. Mhm. Gut, habt ihr denn hierfür Zitate, liebe Gäste? Nee, ich habe keins, also es gab bestimmt sehr viele drin, aber ich hab vergessen, eins rauszuschreiben. Ist nicht schlimm, die anderen machen ihre Hausaufgaben auch nie. Gut, an dieser Stelle, Jonas, hast du was? Pah, Watson hat schon früher tausende von Lösungen für hunderte von Fällen offeriert. Holmes, wie Sie sehr genau wissen, und alle waren falsch. Oh, genau das ist das, was ich so gemein finde. Immer ärgert den. Naja, gut. Hast du noch was? Nee. Gut. Sonst habe ich nichts. Flo, hast du eins? Ich mache immer meine Hausaufgaben, nur heute ausnahmsweise mal nicht. Ich habe zwei, aber ich dachte mir, ich bringe alles zu Papier, bevor Gott mir endgültig den Federhalter aus der Hand nimmt. Und als zweites, ich ziehe den Hut vor Ihnen, mein Freund, wie vor jedem Mann, der imstande ist, seine normale Natur zu überwinden, und sei es für noch so kurze Zeit. Gut. Dann bleibt mir hier nur noch, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde gleich mal anfangen. Ich würde hier tatsächlich 11 von 19 Punkten geben. Es hat mich nicht so vom Hocker gerissen, ich mochte es, aber es hat sehr viele schöne Momente. Wie gesagt, allein der Austausch über Feder dieser Stimme hat mir sehr gut gefallen.
Und ja, aber wie gesagt, ich bin halt auch kein großer Sherlock Holmes-Fan. Lieber Flo? Ja, ich mochte die Geschichte. Ich mochte den Stil, wie sie geschrieben ist. Ich mag, wie die Figuren miteinander agieren. Die Geschichte an sich, haben wir gesagt, ist jetzt relativ unspektakulär. Deswegen gibt es ein bisschen Abzug. Aber als das, was sie ist, hat sie mir Spaß gemacht. Ich gebe 13 Punkte. Okay. Liebe Gäste. Mir hat die Geschichte sehr viel Spaß gemacht. Also, dass es eben nicht spektakulär war, habe ich einfach mal als zeitrelevant betrachtet, weil es halt eben das London der damaligen Zeit war. Mhm. Und es hat einfach, es war eine schöne Geschichte. Es hat, die Figuren waren humorvoll und sie haben auch schön miteinander agiert. Also ich würde, doch, ich würde 19 Punkte geben, einfach weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Das ist schön, da freue ich mich. Und Jonas, bei dir? Ich fand es auch eine solide Geschichte, hat Spaß gemacht, was von Hopes wieder zu hören. Ich gebe 12. Alles klar. Gut, dann sind wir heute mit unseren drei Geschichten auch wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rixby Sif. Sie? Gerne, danke, dass ich dabei sein darf. Du bist uns gerne jederzeit wieder willkommen. Außerdem bedanke ich mich natürlich bei Jonas. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Selbstverständlich auch beim Flo. Immer wieder gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer und alles dazwischen. Es war wundervoll, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich sehr, dass ihr uns die Treue haltet. Wenn ihr mit uns podcasten möchtet, könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach in unsere Leseliste, was noch frei ist oder vielleicht auch schon durchgestrichen. Wenn wir es noch nicht versendet haben, können wir es auch einfach mit mehreren Leuten machen. Dann sucht euch einfach die Geschichte aus, die ihr haben wollt und meldet euch bei uns über Twitter oder wie auch immer ihr das gerne möchtet. Ihr braucht eigentlich nichts weiter. Wir können gemeinsam aufnehmen über Skype oder über Teamspeak. Wobei uns Teamspeak technisch immer etwas lieber ist, weil es weniger Hackmake ist. Aber sonst braucht ihr nichts. Ihr braucht nur ein Mikrofon oder ein Headset oder sowas zum Reinreden. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen wollt, dann müsst ihr uns rechtzeitig Bescheid geben. Dann würden wir dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage auch entsprechend versorgt seid. Ansonsten, wie gesagt, lasst es euch gut gehen, genießt den Schatten oder die Sonne, je nachdem. Versucht niemanden zum Mund zu schließen und passt gut auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.